Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ich bin sehr glücklich, dass Christian Lindner sich gerade noch mal persönlich vorgestellt hat. Ich hätte ihn glatt mit Mutti verwechselt. Insofern herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach der gestrigen Rede unseres Bundesvorsitzenden werde ich jetzt kein Co-Referat halten. Schließlich teilen wir unsere Grundüberzeugungen. Aber was mich außerdem bewegt, darüber hinaus heute vor Ihnen zu stehen, das sollten Sie dann doch wissen. In Deutschland ist in den letzten Jahren eine merkwürdige Koalition entstanden, die bei vielen Gelegenheiten und Vorfällen das Prinzip der Freiheit infrage stellt. Unterschiedlichen Ideologien folgend schüren Linke wie Rechte den Geist der Unfreiheit. Sicherheit und Freiheit werden als Gegensätze dargestellt. Den Menschen wird die Angst vor der Freiheit geradezu eingeredet. Einerseits muss eine demokratische Gesellschaft solche Angriffe natürlich aushalten. Andererseits aber, liebe Freunde, muss eine demokratische Gesellschaft die Freiheit auch mit Leidenschaft verteidigen. Und wer könnte das bei allen Übereinstimmungen mit den anderen demokratischen Parteien besser als wir, die Freien Demokraten? Liebe Freunde, wir, die Freien Demokraten, hier wissen, Ideologien und erst recht solche, die auf Unfreiheit beruhen, haben niemals glücklich gemacht und werden niemals glücklich machen. Unfreiheit bringt nicht mehr Sicherheit für die Menschen. Unfreiheit bringt Krieg, Gewalt und Elend über die Menschen, und zwar immer. Und deshalb, liebe Freunde, deshalb ist Freiheit unser oberstes Prinzip der Freien Demokraten, und daher basiert unser Leitbild nicht zufällig auf der Aussage mehr Chancen durch mehr Freiheit. Liebe Freunde, wir haben in den letzten 3 Jahren in der Partei viel geändert, viel verändert und neu auf den Weg gebracht. Unter wirklich schwierigsten Bedingungen haben wir gemeinsam die Freien Demokraten an den Start gebracht. Ich empfinde die gewonnenen Wahlen der letzten Monate und Jahre und die guten Wahlprognosen der FDP auch als einen Vertrauensvorschuss für unsere künftige Politik. Unser großartiger Aufruf German Mut beinhaltet natürlich auch Liberal Mut. Und die neuen Freien Demokraten werden sich daher vor allem dadurch auszeichnen, dass sie mit Mut ihre Überzeugungen vertreten und, meine Damen und Herren, und sich für kein Linsengericht dieser Welt ihre Werte und ihre Versprechungen gegenüber den Menschen in diesem Land abkaufen lassen. Weltbeste Bildung für jeden, selbstbestimmt in allen Lebenslagen, Freiheit und Menschenrechte weltweit und ein unkomplizierter Staat. Und wenn wir fordern, Politik, die rechnen kann, dann heißt das für die Freien Demokraten, wir sind Politikerinnen und Politiker, die berechenbar sind. Ich weiß aus meiner kommunalpolitischen Erfahrung in einer schwarz-gelben Koalition und in einer rot-grünen Kooperation, wie schwer das vor Ort umzusetzen ist. Ich bin aber zutiefst überzeugt, dass Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit untrennbar mit dem Erfolg der Freien Demokraten verbunden sind. Und meine Damen und Herren, ich möchte es auch nicht anders. Die Freiheit sichern und ausbauen, und dies mit mutigen Freien Demokraten, mit Ihnen hier allen und mit denen, die wir heute hier als Delegierte vertreten. Das, liebe Freunde, treibt mich politisch an und treibt mich politisch um.
Dass Deutschland weitere 4 Jahre vor einem Bündnis von CDU und SPD regiert werden könnte, ist eine bedrückende Perspektive. Dass die Freien Demokraten in den nächsten Deutschen Bundestag einziehen werden, meine Damen und Herren, ist eine beglückende Perspektive. Deshalb stehe ich heute hier und deshalb bitte ich heute und hier um Ihre Stimme. Lassen Sie uns gemeinsam für den Wiedereinzug dieser mächtigen liberalen Idee in den Bundestag kämpfen. Ich bin optimistisch. Die meisten von Ihnen kennen mich ja mittlerweile. Ich bin richtig wahlkampfbereit und mega angriffslustig. Von Herzen Dank.